Ich würde gerne zwei Fragen an Gräfin Paschma stellen, und zwar im Rahmen der Tatsache, dass Sie als Vertreterin des BAMF gewissermaßen die Ebene der Praktiker hier auch vertritt, bei denen entweder die Folgen mangelnder Zahl von Ländern, die als sichere Herkunftsstaaten eingestuft sind, halt aufschlagen oder die gegebenenfalls auch die Erfahrung haben, wo das angemessen sein könnte. Einmal eine organisatorische Frage, die den Blick weiten möchte über die Maßnahme der Einstufung hinaus, die ja nur eine Teilmaßnahme in einem größeren Prozess ist, und dann die Frage nach dem Maßstab der Einstufung. Zum einen, würden Sie zustimmen, dass man hier eigentlich weiter schauen muss? Wir wissen ja, das Gesetz zu den Maghreb-Staaten, das nun da ist, ist aufgrund der grünen Blockade im Bundesrat ja bis heute nicht in Kraft. Und Asylanträge könnten dann zwar schneller als offensichtlich unbegründet abgelehnt werden, aber die Wurzel des Übels würde ja insofern nicht angepackt werden, als die tatsächlichen Abschiebungen, wie wir alle wissen, zahlenmäßig sogar immer weiter zurückgehen. Und vor allem auch die Balkanstaaten, die hier immer als Beispiel herangeführt werden. Dort war es ja so, dass die Bereitschaft zur Rückkehr einerseits da war, die Bereitschaft zur Aufnahme andererseits auch da war und dass ein Personenkreis mit weitgehend geklärter Identität war. Mit anderen Worten, müsste da nicht einerseits begleitend gearbeitet werden mit den Herkunftsstaaten, aber auch umgekehrt, jetzt wurde hier das Argument genannt, mehrfach, solange wir das nicht haben, können wir das ja gar nicht verwirklichen, diese Einstufungen und die Rechtsfolgen umsetzen. Würden Sie nicht sagen, das ist eigentlich kein ganz schlüssiges Argument, denn nur weil man den zweiten Schritt noch nicht umgesetzt hat, hat das ja nichts damit zu tun, dass die Berechtigung zur Einstufung als sichere Herkunftsstaaten nach gegebenen Maßstäben dennoch berechtigt sein könnte. Also das wäre doch eine dennoch zu treffende Maßnahme, soweit sie angemessen ist. Das ist die organisatorische Frage. Die Frage nach dem Maßstab. Jetzt ist es ja so, dass also mindestens 18 Staaten im Durchschnitt der letzten Jahre sogar die Anerkennungsquote von unter 3% ausweisen. 13 weitere dann bis 5%, etliche auch in den vergangenen 10 Jahren das durchgehend unter 5% hatten. Und der Sinn, gerade das BAMF, wird dafür einen Blick haben. Dieser Maßnahme ist es ja, Asylverfahren zu beschleunigen, die Behörden zu entlasten, die Kapazitäten für tatsächlich Schutzbedürftige zu erhöhen, ja auch im Grunde genommen die Akzeptanz des Asylrechts in der Öffentlichkeit gerne. Wenn also nach Ihren eigenen Erfahrungen mit der zugrunde liegenden Fragestellung, nämlich liegen hier gerechtfertigte Anträge vor, die Numerik ausweist, dass das meistens nicht der Fall ist und eine harte, rigide, rein numerisches Vorgehen vermieden wird, dadurch, dass im FDP-Antrag ja Zwischenstufen eingezogen sind, Vorprüfung, vollständige Prüfung. Ist es dann nicht eigentlich im Sinne der Konsistenz Ihrer eigenen Entscheidungen sehr naheliegend, dass ob jetzt bei 5 oder bei 3%, darüber kann man ja dann doch reden, dass das doch nachhaltiger zur Grundlage einer Einstufung genommen wird. Denn Ihre eigenen Einstufungen bekunden ja gerade, dass die Anträge aus den entsprechenden Herkunftsländern überwiegend nicht aussichtsreich sind. Und ich glaube, jeder Pragmatiker würde unter Berücksichtigung aller rechtlichen Stellungnahmen doch dann sagen, ja, dann sollte man vielleicht in der Tat auch das zum Maßstab vereinfachter Prüfungen nehmen. Vielen Dank. Gefragt worden wegen des Aufbaus einer zweiten Liste von Herkunftsländern. Also das ist in der Tat etwas, was uns vorschwebt. Und wir denken weniger an den 29a zu ändern. Vielleicht gibt es einen 29b. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Jedenfalls sehen wir es eben so, wie Herr Dr. Bank gesagt hat, dass eben das Unionsrecht heutzutage im Grunde den Artikel 16a vollkommen einschließt und sehr viel mehr und günstigere Voraussetzungen auch für die Beteiligten bietet als nur der Artikel 16a. Deswegen haben wir auch nur so wenige anerkennende Entscheidungen nach 16a Grundgesetz und doch sehr viel mehr Entscheidungen nach dem Flüchtlingsschutz, der auf dem Unionsrecht beruht. Das heißt also, jetzt hier ist es so, dass
dass wir im Grunde die Möglichkeit hätten, hier eine sehr viel breitere Basis anzulegen, auch bei der Prüfung, die sehr viel mehr Aspekte eigentlich umfasst als nur die politische Verfolgung. Deswegen würde die Einstufung als sicheres Land nach dem Artikel 37 hier doch noch sehr viel breiter angelegt sein, als das jetzt nur nach dem Artikel 16a Absatz 3 erfolgt. Also wir würden das sehr bevorzugen, weil wir eben hier uns Vorteile sehen, vor allen Dingen in der Beschleunigung des Gesetzgebungsverfahrens. Ja, man muss sagen, der Artikel 37 der Verfahrensrichtlinie bringt ja auch jetzt uns keine zwingende Verfahrensvorschriften. Hier steht, dass eben die Mitgliedstaaten entweder ihre Rechts- und Verwaltungsvorschriften beibehalten oder neue erlassen können. Es ist so, dass in Italien und ich glaube in Schweden sind es Ministerentscheidungen. Und ich meine, ich hätte gehört, es gäbe auch Länder, in denen die Behörde selber die Entscheidung über die, die Einstufung als sicheres Herkunftsland entscheidet. Also von daher, es gibt hier in Europa die gesamte Bandbreite, wie diese Herkunftsländer eben eingestuft werden. Und von daher würde das natürlich durchaus etwas bringen. Ich möchte jetzt kurz darauf eingehen, mit den 3%, ob die 3% eine Art Untergrenze bilden, wo man immer davon ausgehen könnte, jetzt findet tatsächlich keine Verfolgung statt. Es gehörte zu meinen großen Frustrationen, als ich damals zum Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge gekommen bin, vor 33 Jahren, dass ich dachte, jetzt schützen wir die Leute, die aus den Staaten mit undemokratischen Verhältnissen kommen. Und das dauert bis heute an, dass gerade aus Staaten mit massiver Verfolgung es nicht die Leute schaffen, die wirklich verfolgt sind, nach Deutschland zu kommen, sondern es schaffen die, die nicht verfolgt sind. Das ist gerade sozusagen das Wesen der besonders repressiven Systeme, dass es eben die Verfolgten in der Form nicht schaffen. Und deswegen, sage ich mal, ist diese Prozentzahl nur ein Ausgangspunkt für die Prüfung. Und es gibt ja in den Ländern auch immer wieder eine Veränderung. Zum Beispiel Mali. Mali stand jetzt jahrelang auf der Liste der Länder, wo wir ganz unter 5% und zum Teil noch weit drunter waren, weil in Zentralmali eine inländische Fluchtalternative war. Jetzt werden die Verhältnisse aber in Zentralmali immer schlimmer und aktuell liegen wir gar nicht mehr unter 5%. Das heißt also, wir haben hier auch bei den Herkunftsländern einen ständigen Wechsel in diesen Schutzquoten. Deswegen, wir brauchen hier eine gewisse Beständigkeit und Stabilität, eine gewisse Prognose. Die muss auf eine gewisse Dauer natürlich angelegt sein. Aber die 5% oder 3% oder selbst 1% sagt im Grunde noch gar nichts aus. Das ist für mich nur ein Anlasspunkt zur Prüfung. Und man muss gerade, wenn ein Land auch besonders eingestuft ist, extrem vorsichtig sein, weil gerade der eine, der zur Tür reinkommt, eben davon vielleicht nicht umfasst ist. Und deswegen haben wir ja unsere Leitsätze, wo wir auf die Risikogruppen hinweisen. Auch bei den eingestuften Staaten haben wir in unseren Leitsätzen hingewiesen, wo könnten Konstellationen sein, wo Betreffende Grund haben, tatsächlich Asyl in Deutschland zu beantragen. Zum Beispiel Ghana, was über Jahre unstreitig ist. Auch da haben wir Fälle von geschlechtsspezifischer Verfolgung, weibliche Genitalverstümmelung und so weiter, ne? Deswegen haben wir darauf auch hingewiesen in unseren Leitsätzen. Also diese Einstufung bringt etwas für die Priorisierung, für eine schnelle Entscheidung, aber nicht für die Fälle, wo wirklich was Habhaftes tatsächlich vorgebracht wird. Ansonsten sind wir auch der Meinung, dass natürlich die Abschiebung bei Maghreb mehr sein könnte, aber sie ist schon deutlich mehr geworden, als wir sie, bevor das zum ersten Mal diskutiert worden ist, tatsächlich gewesen ist. Also die Zahlen bei der Abschiebung auch im Maghreb sind durchaus angestiegen. Aber ich
gebe Ihnen recht. Auch hier müsste man darüber nachdenken, ob es hier Begleitmaßnahmen gibt, wie wir das damals beim Kosovo und anderen Westbalkanstaaten gemacht haben, wo wir eben auch legale Zugangswege eröffnet haben, um sozusagen hier ein gewisses Quid pro Quo zu erzeugen und eine Kooperation auch tatsächlich zu erzielen. Vielen Dank.